Moin Leute, das ist mein Trainingsvideo für euch. Ihr könnt mit mir trainieren, es geht ungefähr 10 Minuten lang. Ihr habt zwischendrin kleine Pausen, die ihr eingeblendet seht und die Erklärung kommt dazu. 10 Minuten kämpfen und ich hoffe, ihr habt Spaß und es gefällt euch. Gebt einfach Vollgas und haltet mit mir die 10 Minuten durch. Viel Spaß beim Workout. Ja, dann starten wir mit dem Warmmachen und los geht's. Auf der Stelle locker joggen, Knie gehen leicht nach vorne. Einfach, dass ihr ein bisschen in Schwung kommt. Arme mitnehmen. So, in dem Workout haben wir immer 30 Sekunden Belastungszeit und hier und da 30 Sekunden Pause. Immer die Knie anheben. Und anfersen. Und da sind auch schon die ersten 30 Sekunden um. Und wir haben noch 15 Sekunden und die Zeit nutzen wir, um möglichst oft den Boden zu berühren und in die Luft zu springen. So, noch 5 Sekunden und dann geht es in die Kniebeuge. Sehr gut. Das Bein, was ihr nach hinten führt, das Knie berührt nur fast den Boden. Kurz vorher umkehren, macht ihr mit einem Bein eine halbe Minute und direkt im Anschluss mit dem anderen Bein. Und letzte Wiederholung und Wechsel. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Jawohl. Nächste Übung, Hände auf den Boden, ein Fuß neben der Hand und jetzt im Wechsel 30 Sekunden lang. Wir starten in 5, 2, 1 und los geht's. Und noch 10 Sekunden durchhalten, dranbleiben. 5. Und Pause. Okay, wenn ihr Crunches macht, wichtig für die Fortgeschrittenen, die Hände hier auf der Matte oder auf dem Boden. Ja, und die anderen, wer es noch nicht so oft gemacht hat, nimmt die Hände einfach nur bis zu den Knien. Ja, wichtig ist, dass ihr einmal die Hände hier vorne habt, dann hinter dem Kopf einmal den Boden berührt, nach vorne kommt, wieder den Boden berührt. Fangen in 5 Sekunden an. 3, 2, 1 und los geht's. Und noch 15, 10, 10 und Pause.
Die nächste Übung kennen alle, der Liegestütz. So, seid ihr mit den Schultern direkt über den Handgelenken. Körper ist gerade, Fußspitzen sind auf dem Boden. Wir starten in 4, 3, 2, 1 und los geht's. Mit der Nasenspitze fast auf den Boden kommen. Nicht vergessen zu atmen. Und noch 5. Und Pause. Die nächste halbe Minute haltet ihr euch in der Liegestützposition für die Fortgeschrittenen oder aber auf den Unterarmen. Fußspitzen auf dem Boden, nennt sich der Plank und ihr versucht möglichst gerade zu bleiben für die halbe Minute. Und es geht los in 2, 1 und los. Noch 5 Sekunden durchhalten. Okay, und Pause. Ja, beim Seitschütz habt ihr einen Unterarm auf dem Boden. Die anderen Füße sind entweder übereinander oder das obere Bein liegt leicht vorne. Und der Körper ist gerade, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und los geht's. Und noch 20 Sekunden. Noch 10. Und fliegender Wechsel. Nummer 15. Soll euch das Ganze zu langweilig werden, kann das Becken auf und ab bewegt werden. Letzten 5 Sekunden. Und Pause. Bei der verbinden wir einmal die Übung von der Aufwärmübung und den Liegestütz. Das heißt, ihr geht mit den Händen runter auf die Matte, springt in den Liegestütz rein, bringt die Füße wieder vor und in den Strecksprung. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Nach 15. Noch 10. Fünf. Letzte Wiederholung. Jawohl, und geschafft.